Hallo ihr Lieben und ihr seht schon, willkommen zu einem neuen Testvideo und zwar möchte ich heute das Patamold testen von Cleopatra. Das Patamold ist ein Knetsilikon, womit man sich seine eigenen Formen machen kann. Und die Form kann man dann mit Fimo oder Resin verwenden. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, gebt das mal bitte her, Dankeschön. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe es schon getestet. Ich war halt höchst neugierig, ne? Und ich habe mir einmal diese Form gemacht. Moment, da zeige ich euch, was ich da abgeformt habe. Und zwar hatte ich mir bei Doran Beats mal vor ganz langer Zeit diese Blümchen gekauft. Genau. Und ich finde die so mega niedlich. Und ich habe Angst, sie zu verwenden oder will sie nicht verwenden, weil ich Angst habe, dass sie alle sind. Und ich habe keinen Bock, jedes Mal bei einem Doran Beats zu kaufen. Darum habe ich mir eine Form gemacht. Ich werde das natürlich testen, aber die Form ist echt mega cool. Die ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Und dann habe ich mir... Moment. Das gibst du mir auch. Danke. Du hast selber Knete, ja? Und dann habe ich mir hier diese, so ein Acrylblatt abgeformt. Wartet mal, ich zeige euch mal so eins. Genau. Ja, so ein Acryl... Harry. So ein Acrylblatt habe ich mir abgeformt, weil ich einfach mal gucken wollte, funktioniert das? Weil es ja auch sehr strukturiert ist, ne? Also, ihr könnt es vielleicht sehen, da. Und ja, darum wollte ich einfach gucken, wie das funktioniert. Jetzt bringt sie mir nämlich ihre Knete. Jetzt muss ich kurz die Knete aufmachen. Und dann geht es gleich wieder los. Und ja, und da habe ich mir auch eine Form gemacht. Moment, ich muss bloß ganz kurz aus diesem Becher hier diese Knete rauskriegen. So. So, und dabei ist dann diese Form entstanden. Und ja, wie ihr seht, ist es wahnsinnig cool, macht mega Spaß. Das ist halt wie Kneten. Nein, liegen lassen. Hier hast du deine Knete, bitteschön. Ja, es ist halt wie Kneten, nur für Erwachsene, ne? Und... Ich möchte das gerne mit euch nochmal zusammen testen. Man muss dieses Patter-Mold, einmal dieses Patter und einmal dieses Mold, 1:1, also quasi in gleichen Mengen zusammen verkneten, bis das so eine hellblaue Masse ergibt. Und dann kann man sein Teil, was man quasi abformen möchte, auch schon in diese Masse drücken, lässt es 10 Minuten liegen und dann, ja, genau, ist auch schon erledigt, die Sache. Das machen wir jetzt. Und zwar möchte ich gern einmal das hier abformen, weil ich das nämlich unheimlich schön finde. Ja, wobei ich aber immer noch am Überlegen bin, ob ich das in eine Nummer kleiner nehme. Oder... Ja, oder ob ich es gar nicht nehme. Mal gucken. Und auf jeden Fall möchte ich mir diese Schleife hier abformen. Die ist... Da hat Ramona einen Paperclip draus gemacht. Und ich habe mir hinten diese Büroklammer abgemacht, weil ich die Schleife so schön finde und möchte davon gerne eine Mold haben. Also, tun wir jetzt mal. So, einmal. Okay. Machen wir es wieder zu. Noch ein bisschen. So, genau. Ja, genau. Mach das einfach. Ich mache das einfach prima, Daumen. Ich bin da. So, und dann... Einfach, boah, es fühlt sich echt unheimlich cool an, ne? Finde ich mega, mega toll. Knetsilikon, genau. Ich habe davon vorher schon mal gehört, von Knetsilikon. Aber habe das nie ausprobiert. Aber das ist natürlich toll, ne? Es gibt ja auch Knetbeton. Aber ich bin, ja, ich bin davon echt wirklich überzeugt, wenn das dann auch noch mit dem Resin zusammen funktioniert, wäre das ja natürlich toll, ne? Also... Aber ich glaube, das reicht gar nicht. So, jetzt muss ich mich natürlich beeilen, weil das ja irgendwann anfängt mit Aushärten, ne? So, jetzt nehmen wir das hier. Ach ja. So. Und die Deckel wieder drauf. Und ich mische das jetzt beides nochmal zusammen. Dass das eine nicht schon anfängt mit Aushärten, das wäre nämlich... Oh, jetzt habe ich hier die weiße Masse unter dem Fingernagel. Das wäre nämlich echt böse, ne? Blöd. So. So, so, so. So, und das muss natürlich richtig hier durchgemengt werden. Dass nirgendwo mehr weiße oder so ein bisschen dunkelblauere Stellen sind.
Ja, ich merke schon, das wird schon ein bisschen fest, aber nur ein bisschen, aber das ist auch gar nicht schlimm. So. Genau. Dann mache ich mir jetzt hier mal eine Wurst. Ich hoffe, dass das jetzt echt funktioniert. So, und dann drückt er das hier nur rein. Drückt die Seiten hier hoch. So. So, und dann habt ihr schon eure Form. So, und dann könnt ihr. So, und wenn das dann so ist, dann. Ihr seht das gar nicht richtig, oder? Doch, ihr seht das. Und so lasst ihr das jetzt einfach 10 Minuten liegen. Das härtet in den 10 Minuten aus. Das ist dann quasi, ja, biegsam. Ich teste das noch mit euch zusammen, mit dem Resin zusammen, dieses Puttermold, weil ich echt gespannt bin, wie das, ja, wie sich das denn mit dem Resin zusammen verhält. Und ich will mal, oh mein Gott, seht ihr? Weil ich habe nämlich hier noch so, die habe ich mal, glaube ich, in einem Tauschpaket gehabt. Nee, ich versuche mal was anderes. Ich bin ja me wieder mega vorbereitet heute. Echt ganz große Klasse. Und zwar gibt es ja bei Doron Beats auch diese kleinen Blumen. Ich versuche jetzt mal, mir noch so ein bisschen Zeug hier anzumischen, um einfach mal. Papa, wo ist der Papa? Wo ist der Papa, Schatz? Papa, wo ist der Papa? Da wird er sich wieder freuen, wenn er das sieht. Jetzt haben wir hier so ein bisschen. Das müssen wir aber rausmachen. So, genau. Ich guck mal. Das ist so richtig so. Ja, also man kann es zerreißen, ja, es ist nicht unendlich. Das fühlt sich so schön an in den Händen. Total doof eigentlich, oder? Soll ja auch nur. Naja, gut. Muss sich ja auch toll anfühlen, ne? So, dann haben wir hier eine Kugel. Und die Kugel legen wir dahin. Und dann nehme ich mir die Blume. Drückt die da rein und drückt das an den Seiten so ein ganz kleines bisschen fest. Nur so ein bisschen. Man muss ja, wenn ich das denn teste mit dem Resin zusammen, muss man das da ja auch rauskriegen. Ne? Ein bisschen weiter runter. So, genau. So, jetzt lasse ich das Ganze 10 Minuten liegen, weil das hier liegt, ja, das wird schon, seht ihr? Das wird schon fest. Genau, also ich lasse das jetzt hier alles noch 10 Minuten liegen und bin dann gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Die 10 Minuten sollten jetzt eigentlich gut um sein, zumindest für die Form. Und die lösen wir jetzt hier einfach ab und gucken mal. Ja, die ist gut fest. Und dann lösen wir mal. Boah, guckt mal. Ja. Sehr, sehr cool. Also es sieht wirklich gut aus. Ja, die Form ist echt super geworden. Und das Gute daran ist, das glänzt auch, ne? Oh, ich bin, ja, also wahrscheinlich auch, weil das Teil jetzt hier glänzend ist. Ja, also das ist quasi die Mold jetzt zu der Schleife. Bin ich jetzt ja mega beeindruckt, dass das jetzt wirklich so gut geworden ist. Und ja, gucken wir jetzt einfach mal, wie die Blume geworden ist.
ob ich die jetzt hier überhaupt rauskriege. Weil, ach, die ist ja schon sehr... Oh Gott. Mäuschen, es geht nicht raus. Geht nicht raus. Moment. Ach, ist schwer. Oh, guckt mal. Oh mein Gott. Ob man das mit Resin gießen kann? Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Wenn man da mit dem Zahnstocher arbeitet. Aber die Form ist ja mega cool geworden. Also, die Blüte und die Form dazu. Und ihr seht, es ist ein super Abdruck. Ich werde das natürlich, diese vier Formen mit euch zusammen testen. Was ich dafür Harz nehme, weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, ich werde das Harz von Cleopatra nehmen, um das zu testen. Ich denke mal, das ist sowieso besser als... Was ist denn mein Schatz? Und ja, du, ich hab dich auch lieb, Schatz. Was? Nein? Doch. So, ja genau. Ich werde das mit euch zusammen testen, werde das Cleopatra Resin dafür nehmen und ja, gucken wir einfach mal. Ich denke mal, dann nehme ich das Diamond Resin, ne? Klickerst du fein? Komm mal her, was hast denn du da? Komm mal hier. Ja. Ohne Katzenhaare ist man nicht richtig angezogen, ne? Oh, ja, ich hab dich auch lieb. Ja. So, ihr Lieben, das war jetzt mein Testvideo. Also wirklich mega, mega cool, das Zeug. Ich finde das ganz, ganz toll. Das Pattermold von Cleopatra. Und ich kann euch das nur empfehlen. Jedem, der seine eigenen Formen machen möchte, geht los, kauft euch das und du gibst mir das mal bitte her. Du hast nämlich selber Knete. So, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Seid schön kreativ und wir hören uns im nächsten Testvideo. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.